Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe, heute am Donnerstag, dem 17. Februar 2022. In den vergangenen Tagen hatten Sie es ja vermutlich schon festgestellt, es war nur stets ein Text von mir zu lesen. Aufgrund einer technischen Umstellung bei Gewestor war leider mehr nicht möglich, aber die technische Umstellung ist nun zu Ende und ab heute gibt es wieder ein Video. Und das natürlich morgens und abends und wir starten heute Morgen mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street. Zunächst der Dow Jones Index gestern, nun ja, nicht wirklich sonderlich großartig stark bewegt, der Minus von 0,16%. Wir sehen, der Index setzt sich wieder mal mit dem Abwärtstrend auseinander. Das Auf und Ab, das ist hier weiterhin intakt. Muss man weiterhin sagen, so richtig klar, wohin sich das Ganze auflösen wird, ist auch nicht sicher. Natürlich die Nachrichtenlage. Ohnehin die alten Themen, die wir haben, ob Corona, ob Geldmarktpolitik, das Thema Inflation natürlich dazu gehören oder eben auch der Ukraine-Konflikt. Es sind aktuell viele Impulse, sowie noch natürlich auch hier Quartalszahlen, die derzeit ja für Bewegung sorgen können und man sieht eben diese Unentschlossenheit auch in den Charts. Die Technologiebörse Nasdaq gestern auch mit einem Minus von 0,12% aus dem Handel gegangen, also auch unterm Strich eigentlich kaum Bewegung. Wir sehen hier, dass wir zuletzt seit dem Abrutschen bis auf rund 13.800, 13.700 Punkte ja eine größere Kurserholung hingelegt hatten. Daraufhin wurde diese wieder umfangreich konsolidiert, jetzt wieder erholt. Aber man sieht zumindest noch, dass wir hier die Konstellation haben von ansteigenden Tiefpunkten. Und das ist noch immer so ein kleiner Lichtblick auf jeden Fall für die Technologiebörse Nasdaq, dass es hier zu einer möglichen Bodenbildung kommt. Sollte man natürlich auch hier beispielsweise wieder die 14.1er-Marke aufgeben, sind auf jeden Fall Tests des letzten Tiefs zu erwarten. PayPal, ja, wohin soll das noch führen? Der PayPal-Monatschart zeigt, dass die Aktie im Monat Februar alleine 35% im Minus ist. Und die Aktie ist eben nicht nur seit diesem Monat am Fallen, sondern schon seit einigen Monaten. Und das Ganze hat inzwischen ein Ausmaß angenommen, dass ich Ihnen heute einfach mal die PayPal-Aktie wahrhaftig als eine Investment-Opportunität vorstellen möchte, beziehungsweise hier einfach mal als wirkliche Aktien-Trading-Idee ins Spiel bringen möchte. Wir sprechen hier von keinem Hebel, sondern einfach nur wirklich rein von der Aktie, weil PayPal ist, wie ich finde, nach dem starken Kursrutsch, und jetzt gehen wir wirklich mal wieder zurück in Richtung Pandemiebeginn, das heißt, es war in etwa Januar 2020, wo das ganze Spektakel losgetreten worden war, und da notierte die Aktie bei ca. 110 Dollar. Wo haben wir gestern geschlossen? Bei 110. Das heißt, der gesamte Erlös, der ganze Sprung der Pandemie ist wieder weg. PayPal mehr oder weniger zurück auf Los. Und ich finde, genau das ist eigentlich eine große Chance für PayPal, sich hier wieder ins Spiel zu bringen, beziehungsweise als wirklich mittel- bis langfristiges Aktieninvestment hier Renditen von mindestens 50% meiner Meinung nach abzugrasen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Und bis zur nächsten Ausgabe.